Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir haben in der letzten Folge ja hier schon eine so Mini-Test-Konstruktion gemacht und werden die in dieser Folge auch verbessern bzw. einsatzbereit machen. Aber dafür wird es auf jeden Fall erstmal auch einen Platz da geben, wo das Ganze hinkommen soll. Außerdem würde ich gerne... Ich brauche wieder eine freie Hand, ne? In den unteren Folder schon mal was reintun. Dafür brauche ich erstmal für das Cabin brauche ich erstmal wieder einen Folder. Jetzt muss ich wieder einen Folder machen. Habe ich noch dafür Ressourcen? Nein, aktuell nicht. Okay, dann wird es einfach verschoben. Denn ich hätte gesagt, dass wir hier noch ein bisschen anbauen und hier unsere Lava Production hinsetzen, die in Zukunft da dauerhaft laufen soll. Da finde ich jetzt mal nochmal ein Stack Cobblestone. Und wir gehen nach hier unten und bauen das ein bisschen aus. Ich habe jetzt auch seit der letzten Folge leider nichts weiter gemacht, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Das konnte. So, das sollte reichen. Und ja, deswegen ist jetzt aktuell hier noch nicht wirklich was Neues passiert. Aber ich hoffe, bis wir die nächste Folge sozusagen dann haben, sollte auf jeden Fall hier mehr stehen. Beziehungsweise einiges mehr umgeräumt sein und die Folders dementsprechend voll. So. Dann tun wir hier noch eine, machen wir noch zwei Reihen dazu, würde ich sagen. Einfach um genug Platz zu haben. Auch für die Verkabelung natürlich am Ende. So, das waren auch schon wieder 64 Cobblestone-Blöcke. Da platzieren wir das Ganze jetzt hin. Da soll auch dann ein Lavatank. Das war knapp. Soll der Lavatank auch bald mal hinkommen? Hoffen wir mal, dass das hier an Platz reicht. Und ich muss mich bei der TB bzw. Tanja wieder bedanken für die ganzen Infos und die ganzen Sachen, die ich natürlich wahrscheinlich wieder nicht gewusst hätte. Und zwar brauche ich zum Extrahieren von Flüssigkeiten den Fluid, das Fluid Extracture Cable. Extracture Cable. Hier, MX Fluid, nee, das ist Exoport. Fluid Extracture Cable, aha. Dafür brauche ich Golden Nuggets und einen Dropper. Dropper sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein, sagen wir mal so. Dann brauchen wir natürlich die hier noch. Ja, da können wir auch mal 64 schnell auf Lager machen. Zack. Null Problemo. Genau, die Bricks waren das Problem letztes Mal. Davon mit Level 1. Hm? Ein paar. Das ist schon mal gut. Denn ich hätte hier trotzdem gerne schon mal eins. Ein paar auf Lager einfach. Zack. Ein paar auf Lager und produziere es mal 1000. Golden Nuggets müssen wir noch. Habe ich keine Golden Nuggets? Aha. Ich habe nur Goldblocks. Auch nicht schlecht. Dann habe ich jetzt ein paar Golden Nuggets auf Lager. So, dann tun wir ein paar Extractor machen. Machen wir gleich so, wie wär's mit 20? 20 davon und dann noch ein paar Cables. Sollte fürs erste reichen, hoffentlich. So, und dann müssen wir natürlich die ganze Funktionalität dementsprechend noch verarbeiten. Haben wir denn die Stromkabel nicht auch letztes Mal schon gemacht? Jetzt hier Data Cable und wir haben Energy. Haben wir hier Energy Extraction? Energy. Hier genau, Energy Extractor haben wir auch schon gemacht. Energy Extractor und Energy Cable. Ach schade, aber das Problem, dass wir das nicht hatten. Ha, jetzt haben wir noch ein paar davon. Cool. Du arbeitest noch brav? Nee, du arbeitest nicht. Warum? Weil uns wahrscheinlich Clay fehlt. Kann das sein? Clay habe ich tonnenweise auf Lager. Warum macht er denn kein Clay jetzt? So, okay, das war jetzt das ganze Clay, was wir hatten.
So. Ah, nee, warte mal. Da war das Problem. Ich muss immer nachlegen. Das ist ja die Sache. Jetzt haben wir schon alles umgewandelt. Jetzt haben wir 1000 davon. Und jetzt wird die hier auch wieder befüllt. So. Dann tun wir den Simple Generator. Also im Grunde geht es darum, wir brauchen einen Punkt, wo wir Lava hin produzieren können. Das sollte ja eigentlich gar nicht so schwer sein, oder? Wir brauchen so einen Autoklicker. Hier sind Autoklicker, davon sollte ich ja noch eigentlich einen haben. Autoklicker. Ich kann mir. Dann machen wir schnell. Oder auch zwei. Was fehlt mir jetzt? Ein Dispenser. Kann ich einfach so einen Chip bauen? Ups. Das waren ein paar mehr. Sind davon? Wir wollen ja noch einen Cauldron. Und zwei das Kobbel. Und dann stellen wir das Ganze mal auf. Im Grunde können wir mal die Fluid Extractor Cable. Wo sind die jetzt schon wieder im Inventar? Da hier. Da anbringen, weil ich will das dementsprechend auch. Wie kriege ich das? Ah, Mann. Dann halt so. Bisschen erhöhte Technik. Technik muss ich natürlich noch vorstellen. So. Jetzt vergesse ich natürlich wieder, wie der Autoklicker funktioniert hat. Der war mit die ich schauen will. So bedeutet, ich muss jetzt. Ich brauche Kobbel. Ich muss mir unbedingt bis zum nächsten Mal wieder Folder machen, damit wir dann Cobblestone ins System einbinden können. Hier ein bisschen Kobbel einfach mit und tu das dann unten verbauen. So. Ich würde halt trotzdem gerne einfach das Ganze ein bisschen getrennt voneinander lassen. Wie kommst du jetzt auf die Idee? Ich merke, ich träume nicht. So, okay. Gut. Hinten kommen die Import-Cables dran. Weil die funktionieren ja genauso. Die bringen dann hier Cobblestone rein. Das machen wir hier auf der Seite auch noch. Weil, wie schon gesagt, für mich ist das Wichtigste, dass wir in diesem Fall schon, dass die Funktionalität so hoch wie möglich ist. Und wir somit einfach flott auch arbeiten können. Und das wäre natürlich damit dann so ein bisschen gegeben. Ich tausche mal kurz die Schaufel gegen. Nein. Hau ab. Komm. Wird natürlich ein bisschen gegeben. Ich will nur ein bisschen was von dem Cobblestone schnell entfernen. Damit ich wieder Platz kriege. Welche Kabel brauche ich jetzt da? Die grünen. Habe ich die grünen noch? Exporter. Export-Cable. Ich habe keine Pisten mehr. Ich kann einen Stack machen fast.
dann sollte das ja kein Problem sein. So. So. Die gehen natürlich hier dran. Und dann dementsprechend nach oben. Und hier die Verbindung rüber. Und von hier aus dann fahren wir nach vorne in unser System rein. Perfekt. Der kriegt schon Cobblestone rein. Irgendwie. Der kriegt nicht mehr rein, hm? Wie sind die vier Cobblestone da reingekommen, wenn dann. Nee. Rein theoretisch, wenn ich jetzt hier einen Flut Extractor Cable anbringe. Wird da und hier Lava nachproduziert, genau. Kein Kobbel mehr wieder. Hab ich nicht nachgeräumt. Holy shit, ist so schnell weg. Okay. Wo geht denn das hin? Wo hab ich denn Kobbelstone so lang hin? Das ist so schnell weg, ist holy shit. Oder der das jetzt die ganze Zeit verbraten. Aber dadurch haben wir natürlich jetzt hier einen dezenten Vorrat direkt. Der hat genug auf jeden Fall auch. Jetzt fühlt sich das Kabel wahrscheinlich. So, okay. Genau, dann müssen wir hier mit Cobblestone drin haben. Cobblestone. Cobblestone. Importfilter. Importfilter. Und unten müssen dann die Energy Cable dran gehen. Und die verbinde ich hier. Und sollen jetzt zum Beispiel in dem Fall, tun wir mal für das erste die Energy Creation hier hin. Dann müssen wir von vorne jetzt das absammeln. Gehen dann hier aus so rein. Wir füllen es. Da braucht es wahrscheinlich ein alles. So. Der kriegt aber auch keine Lava nach, habe ich das Gefühl, aktuell noch. Schütten wir mal ein bisschen Lava einfach. Nach. Und schauen, dass das alles rauskommt.
Was sind seine Einstellungen? 3 und rechts. 3 und rechts. Ich hab doch irgendwas schon wieder vergessen, oder? Er verwendet ja auch nichts. Ah, warte mal. Da war was, ne? Mir fällt da wieder was ein. Ah, mir fällt wieder was ein. Passiert da nichts. Oh, ich bin dumm. Ich bin dumm. Und dann die Fakalinos. Das war's. Oh Gott. Total vergessen. Da muss ich mir noch ein besseres System überlegen. Aber fürs erste könnte das auf jeden Fall reichen. Wenn wir hier dementsprechend Export haben. Okay, dann gehst du mal rum. Ist sie auch jetzt wurscht? So. Und dadurch müsst ihr dann hier wieder Lava reinkommen, oder? Stört. Ja. Da kommen wieder tonnenweise rein. Ist der Tank voll? Das ist natürlich genial. Der Bautank weiß auch nicht, was er will. Dann bauen wir das hier noch ab. Und können dann den auch noch anschließen. Indem wir den einfach drüber machen. Kriegt der einen Fluidanschluss? Dann wird der voll schon. Und auch noch Energy Extractor. Und dann haben wir das dementsprechend auch schon gestartet. Wenn wir jetzt rein theoretisch einen Tank. Hier gibt es ja diese Fluid Storage Tanks. Da können wir vielleicht ein paar miteinander verbinden. Schauen wir. Don't know yet. Und hier anschließen. Ach, jetzt kann man keine Koppel mehr. Warte mal, das können wir schnell ändern. Arbeiten, damit es auch nicht ausschaut, und dann ziehen wir ein bisschen Kabel rein. Dann ins Inventory. Und da beginnt auch schon die erste Absonderung von Lava. Also mit Plan. Oh, nicht so. Ja, da kommen ein paar Buckets dazu. Und wenn man das dann so als Extractor nimmt, dass man sagt, okay, die Tanks hier sind halt sozusagen die Zwischenpuffer, die wir haben, von denen wird raus extrahiert, ist das natürlich auch ein Weg.
Ist ja noch relativ klein, die ganze Lava, die hier drin liegt. Von Energie darf noch nicht reichen, aber wir werden langsam uns Lava auffüllen. Wenn wir noch ein paar Generatoren anbauen, wird es gleich auch reichen. Wir sind gut unterwegs von der Geschwindigkeit. Und ich würde sagen, damit war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.